Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde League of Legends. Ich bin Aran und heute spiele ich mal wieder eine Runde LoL Auto Chess. Ja, es handelt sich hierbei um ein Ranked Game und ich befinde mich immer noch in Platin 4. Das soll natürlich noch ein bisschen bergauf gehen, wenn es möglich ist. Na, schauen wir mal. Auf jeden Fall als erstes Blitzcrank mit einer Träne bekommen, was ja schon mal nicht verkehrt ist. So, und jetzt schauen wir mal, was hier so geht. Natürlich wieder Gold am Anfang. Juhu. Oh, lol. Nee. Da sagen wir nicht nein. Dreimal Garen am Anfang. Lol. Okay, doch so ein bisschen lucky. Ist da was? Da tauschen wir direkt. Und haben instant den Ritterbuff. Träne hebe ich mir noch auf. Das ist natürlich geil, wenn man in der ersten Runde schon einen Helden auf Stufe 2 bekommt. Ich hatte jetzt wirklich eine längere League of Legends Pause, da ich mich erstmal voll Warcraft 3 hingegeben habe. Aber selbstverständlich höre ich nicht auf und werde demnächst auch wieder ein paar Ranked Games spielen. Dann nehmen wir die Fio und nehmen wir noch... Passt alles nicht so. Gestaltenwandler. Dann nehmen wir noch die Bestie. Halt. Oh, so rum. So, links stelle ich die hin, wo ich mir noch nicht ganz sicher bin. Rechts die, die ich wahrscheinlich behalten werde. Jetzt hagelt es aber Items hier. Das ist nice. Und Darius. Noch ein Gestaltenwandler. Ja, aber zweimal Tristana kann ich nicht nein sagen. Machen wir das mal so. Hätte ich die Elise genommen, hätte ich jetzt schon drei Gestaltenwandler. Die Items möchte ich hier aber noch auf diesen Helden ungern einsetzen. Da warten wir noch. Er hat auch schon Level 2er dabei. Und die Items schon eingesetzt. Und Darius, jetzt musst du bald... Okay, zu spät. Ja, das werde ich aber wahrscheinlich verlieren. Das machen dann die Items jetzt auf der Ahri. Niemand stellt sich mir in den Weg. So, da hätten wir noch einen Ritter. Kommt, wir nehmen erstmal den Nobel-Buff mit. Die verwandeln wir, machen Level up. Und jetzt nehmen wir doch noch den zweiten Ritter mit. Alles sehr durchwachsen. Items setze ich noch nicht ein, weil ich mir noch nicht ganz sicher bin, wie es dann weitergeht. Garen werde ich natürlich behalten, aber der Rest, der steht noch ein bisschen in der Schwebe. Haben wir noch einen Darius, der kommt mir natürlich genau recht. Nehme ich die auch mit? Wäre ja Imperial. Ah, kommt, ich nehme sie mit. Level up habe ich ja schon. Ich
Schauen wir mal, was als nächstes kommt. Ich bin schon sehr gespannt. Jetzt also ein Sieg, eine Niederlage. Oh, der Brown. Magieresistent so ziemlich. Bringt gegen meine Combo natürlich nicht so viel. Fokussen aber auch alle den Brown als erstes volle Granate weg. Na gut. Hat aber gereicht. Assassins, der hat nachher auch nicht viel zu lachen gegen mich. So. Ja gut, ich bin als letzter dran. Da muss ich mir eigentlich keinen großen Kopf machen. Ich sag mal, der Garen wäre mir am liebsten. Und mit einem Garen, da hat man vielleicht sogar Glück, dass der drinnen bleibt. Ansonsten Jace. Vielleicht. Gut, mein Garen ist schon mal weg. Bleibt nur noch Jace oder Braum. Nehme ich den Braum wegen der Träne. Dann haben wir schon mal noch eine Tristana, noch einen Garen. Und wir nehmen das Level Up mit, damit ich Tristana einwechseln kann. Warum hauen wir gleich wieder raus? Jetzt haben wir dreimal Träne. Bist du verrückt? Bringt mir aber auf den Helden nicht wirklich viel. Fio wird zu schnell sterben. Darius kein Mana durch den Cassidy. Oh, der Cassidy mit Rageblade. Bist du verrückt. Und den Bogen. Darius. Menschen Z hätte ich auch schon auf 2. Und ich bleibe genauso. Cutter, der könnte ich dann fett Träne in die Hand drücken. Dass sie wirklich schnell ultet. Aber die möchte ich erstmal auf Level 2 haben. Welch mit dich? So ein früher Brand. Passt aber überhaupt nicht bei mir rein. Nee, lassen wir auch. Obwohl. Oh, so ein Brand. Doch, den nehmen wir. Den nehmen wir. Den hauen wir wieder raus, so. Eine richtige Combo habe ich zwar noch nicht. Noch eine Träne. Immer noch einen Vega dazu bekommen. Oh. Wir wollen den Brand sehen. Wir wollen den Brand sehen.
So, der wird schon so ziemlich instant ulten gleich. Darius. Jetzt kommt der Jace. Jetzt will ich ihn nicht mehr. Nehmen wir auch nochmal mit. So, die alle weg. Jetzt haben wir Ritter. Vierer, Buff. Der ist schon eine feine Sache. Und mal sehen, dann gehen wir noch auf Zaubermeister und Elementar, glaube ich. Das ist natürlich geil, dass der Brand jetzt so schnell ultet. Er ist schon eine Höllenmaschine. Das mit Level 1. Guckt euch das an, schon wieder volles Mana. So, da haben wir den auch endlich auf Level 2. Eine Ash will ich jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Nur ist vorbei. Ja. So lassen wir das. Platz 1 immer noch. Dreier Siegesserie bedeutet, gibt schon ein zusätzliches Gold. Nach dem nächsten Win noch eins, das gibt auch ein zusätzliches Gold. Deswegen, nach Möglichkeit möchte ich jetzt auch nicht rollen. Oh, die kennen Ulti, die sitzt böse. Aber Garen magieresistent, wenn er sich dann dreht. Er ultet wieder, schöne Ult. Aber reicht, lol. Nice. Da hätten wir noch einen Brand. Vega wäre auch nice. Ansonsten nichts. Vielleicht Wayne wegen dem Riesenschwert. Ne, Vega wäre nice. Nein, renn vorbei, Junge. Gut gemacht. Oder noch eine Träne. Dann will ich noch die Träne. Jetzt kommen die Fioras. Ich empfehle hüpfen. Zaubermeister. Zaubermeister, habe ich schon vier. Dann mit auf der Bank. Nimm mal mit. Nimm mal mit. Ein Jordel noch. Wäre auch nicht verkehrt. Na, mal gucken, was als nächstes kommt. Oh nein. Blitz huckt meinen Brand. Ein Ult hat er aber rausbekommen. Der hat eine Level 3 Nidalee. Oh, die kriegt aber die Keule vom Kopf. Oh, kann der Blitz auch ruhig nochmal hucken. Das werde ich aber gewinnen. It's cool. Nee, in sie cool. Das gefällt mir alles nicht wirklich. Bogenschütze brauche ich nicht. Phantom Buff. Aber nur wegen dem Phantom Buff
Nee, da warte ich lieber auf. Wer ist der Knilch? Katos. Zeit zum Angriff. Oh, das ist eine dunkle Map hier. Ach, da ist wieder der Brown. Magieresistent und mit Zornmail. Das ist natürlich schon böse. Ich könnte dann den Brand auch gegen den Katos, wenn dann einer kommt, tauschen. Und dann halt richtig auf Zaubermeister und die ganzen Items auf den Katos rübergeben. Der geht dann natürlich auch ab wie sonst was. Jetzt könnte langsam mal wieder was Passendes kommen. Ich hole mir das Level ab. Hätte ich nach der Runde machen können. Nur ist egal. Erstmal ein paar schöne Tank-Items wären nett. Okay. Dann nehmen wir noch ein bisschen Schaden mit. Schade, kann ich dem Brand nicht mehr geben. Nee, heben wir auf. Heben wir auf. Das ist nice. Wie der Brand immer instant ultet. Das gibt schon mal so viel Schaden am Anfang. Boah, die Vega Ult kriegt den nicht down. Ey, es war noch relativ knapp jetzt. Gleich knallt. Na, ich muss abwarten. Kommt wieder der Brandhook. Ja, diesmal auf Vega. Habe ich richtig gemacht. Oh, ich weiß nicht, wovon der Brand so viel Schaden da eben genommen hat. War nicht schön. Konnte nochmal ulten, aber das wird eine Niederlage. Das war in sie cool. Ich fand es gar nicht so cool. Aber auch. Lissandra kann ich auch nichts mit anfangen. Da muss jetzt langsam mal was kommen. Tankiness ist gut und schön, aber so langsam fehlt der Schaden. Man merkt's, ne? Zweite Spiel in Folge verloren und zwar auch ganz klar. Ja,
Moment hören. Noch eine Poppy mit Spatula, das ist natürlich instant weg. Ich nehme das Schwert hier. Das geben wir der Tristana. Endlich hier mal was. Jetzt hauen wir den Cannon raus. Ja, ich werde weiter auf Zaubermeister gehen. Vielleicht verkaufe ich auch den Brand gleich wieder. Ja, das werde ich jetzt auch tun. Dann bringe ich noch mindestens einen Zaubermeister, wenn nicht zwei. So, sehr schön. Aufregend, oder? Jo, Brand darf sich verabschieden. So, machen wir's. Wollen wir mal sehen. Ich hoffe, das funktioniert. Aurelion direkt geultet. Da dann nochmal geultet. Gut, und mittlerweile 53 Gold gesammelt. Schon wieder eine Kindred. Da kommt wieder der Brand und die Morgana. Jetzt wollen sie mich ärgern. So, schön über 50 Gold bleiben. Leutnant Noxus Vorrecht kostet euer eigenes. Der ist so nice. Nehmen wir direkt. Oh, jetzt rockt's. Sehr schön. Als nächstes bringe ich dann noch die Poppy. Dann habe ich wieder den Vierer Ritterbuff. Das hat jetzt perfekt gepasst. Lulu auch mit dem Level up. Jetzt geht was. Ach, da hinten stand der achte Gegner. Ich wollte gerade sagen. Boah! Oh, die Aurelion-Ult! Wahnsinn! Man hat die gesessen. Da gehen wir rüber. Ich will meine Siegesserie erhalten. Sehr schön. Ja, eigentlich ist das Team so relativ perfekt. Vierer Ritterbuff
Dreier Yordle Buff, Dreier Zaubermeister. Einzigen, den ich eventuell noch in Erwägung ziehen würde, wären Katus. Dann vielleicht für die Lulu. Er hat Vayne auf Stufe 3. Da bin ich noch meilenweit von entfernt. Oh, und der hat eine richtig böse Shyvana. Kommt noch nur Ult, Aurelion. Ja, die Shyvana. Die ist natürlich richtig böse. Na, jetzt rolle ich nicht. Oh, die ersten zwei sind schon raus. Aber wenn ich jetzt noch verlieren sollte, werde ich wahrscheinlich schon beginnen, voll durchzurollen. Das ist der letzte von den im Moment verbleibenden. Ja, mein größtes Problem ist, dass meine Tanks vorne zu schnell umfallen. Okay, aber den haben wir rausgekickt. Boah, hier, guckt euch das an. Und nochmal. Bist du verrückt? Und ein Katus. Und der Yasuo hat das Item auch noch. Bist du gelähmt? Und er nimmt das Spatula. Ja, die Poppy hätte ich auch genommen. Aber ist egal, dann hole ich mir den Yasuo. Verkaufe ich dann instant. Also ein Item ist natürlich ein Traum. Ja, mit dem Spatula, der wird dann wahrscheinlich, ja, das für irgendeine Kombo richtig gut gebrauchen können. Da mal noch ein Ritter. Na, nehme ich erstmal mit. Jetzt muss ich das Team natürlich ein bisschen anders aufteilen. Nehmen wir hier unten rein. Wow. Nein, hat zu lange gedauert. Kommt, Jungs, gibt alles. Hm. Genau, es kam noch mal übel. Jawohl. Ah, war aber nur der Schatten. So, jetzt aber schnell hier. Ah, da war noch eine Poppy. Ah, ich penne. Entschuldigung. Na, da habe ich wirklich geschlafen. Ja, der steht da unten gleich wieder auf. Oh, schade, Mensch. Knapp. Bei schlafloser Nacht hattest du wohl an was anderes gedacht. Da mal ein Katus. Bring ich für Lulu. Lulu verkaufe ich auch. Erleuchten. Brauche ich die auch nicht mehr? Deine Ewigkeit.
So ist nice. Oh. Ein Punkt noch. Oh, genau. Der letzte Verbleibende. Aber gegen so eine Übermacht kann da auch der nichts mehr machen. Imperial könnte ich noch gebrauchen. Ach, den Garen, muss ich aufpassen, den hätte ich fast verkauft. Brauche ja nur noch zwei. Nee, würde nichts bringen, den noch zu verkaufen. Naja, doch, aber kann ich. Brauche ich auch nicht mehr. ...23 Punkte nur noch. Pantheon habe ich natürlich wegen dem Drachenbuff mitgenommen. Ach, das war die Pantheon-Ult. Ey, ich dachte eben, was geht denn hier jetzt ab? Wow, was ein Gemetzel. Kommt, die muss ich nur noch einmal tot kriegen. Gib alles. Alter. Was war das? Bist du verrückt? Hm. Ich weiß es nicht. Reicht nicht. Poppy. Mensch. Ungebrochen. Pantheon geht ab. Aber reicht es? Nein. Ich glaube nicht. Er ultet nochmal. Er holt sie beide weg. Stell dich mir ein weiteres Mal. Puh. Ich brauche einen Katus, Tristana oder Garen. Ey, wenn das nicht spannend ist, weiß ich es nicht. Ah, das ist der mit der Shyvana, verdammt. Also eins weiß ich, Pantheon werde ich jetzt öfter spielen, wenn das möglich ist. Alter, ist der geil.
komm raus. Ja! Yeah! Zweiter Platz sicher. Hm. Gibt bessere Items, aber okay. Was hat er? Keiner. Oh oh. Schaffe ich ihn überhaupt? Ich schaffe ihn gar nicht. Doch, Pantheon macht's. Könnte das finale Game sein. Gegen Platypus. Aurelion und Ult war nice. Pantheon Ult auch. Sieht gut aus. Es hat gereicht. Erster Platz. Bäm. Also auch in Platin ist noch ein erster Platz drin. Und puh, ich hoffe, das Game hat euch gefallen. Und wenn ja, schaut auch im nächsten wieder rein. In diesem Sinne, bis bald, euer Ram.